Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Magic Show. Ich bin's wieder, Patrick. Und ja, wer die ersten zwei Teile nicht gesehen hat, das war der allererste Teil war über die Farben von Magic und der zweite Teil war über die Länder von Magic oder halt eigentlich alle Landtypen habe ich erklärt. Der kannst du jetzt auch ansehen. Ansonsten melde ich mich jetzt zurück mit dem dritten Teil und heute geht es über Archetypen oder Deckstrategien. Zuerst einmal, was ist ein Archetyp oder Archetype auf Englisch? Die offizielle Begriffserklärung, die man so über Wiki findet, ist Ursprung, ein Vorbild, eine Skizze. Ja, in Magic sind das einfach die Oberbegriffe für Deckstrategien. Und das möchte ich euch heute behandeln. Welche Deckstrategien gibt es? Woher kommt der Begriff? Was sagt er aus? Und welche Begriffe werden oftmals mit gewissen Decktypen und Strategien gemeinsam verwendet? Na gut, fangen wir gleich an. Zuerst einmal, es gibt die drei großen sozusagen. Das ist Aggro, Control und Combo. Die drei Hauptbegriffe. Aggro versucht halt das Spiel möglichst schnell, meist durch aggressive Kreaturen zu beenden. Combo ist die Abkürzung für Kombination und ignoriert meist den Gegner komplett, um in einem Zug eine spielgewinnende Kombination von Karten zu spielen. Und Control möchte eben das Spiel meist durch eine Vielzahl von Sprüchen unter Kontrolle bringen und oftmals erst einen sehr späten Zeitpunkt gewinnen. Das sieht man jetzt auch alles auf der Folie. Das Prinzip ist ein bisschen ein Stein-Schere-Papier-Prinzip. Das heißt, Stein ist in dem Fall Aggro, Stein schlägt Schere, schlägt Kontrolle, Kontrolle schlägt Papier, schlägt Combo und Combo schlägt Aggro. Warum ist das so? Aggro kann meistens einen Vorteil im Spiel so früh generieren, dass Control dann halt nicht mehr die Kontrolle darüber gewinnt und über, halt dann über kurz oder lang halt verliert. Kontrolle kann dem Combo-Deck die wichtigsten Karten, Kombinationen wie auch immer verhindern und damit halt dem Combo-Deck mit nutzlosen Karten in der Hand zurücklassen. Und Combo kann eben seine Kombination von Karten meist durchbringen, bevor das Aggro-Deck gewinnen kann. Jetzt muss man aber drei weitere Konzepte, die ich jetzt da eh auch schon ein bisschen angedeutet habe, dazu erklären, die halt für Magic auch wichtig sind. Zuerst einmal eben die Phasen des Spieles. Die Fairness eines Decks und die Linearität. Also fangen wir mal mit den Phasen an. Die Phasen sind jetzt nicht die Phasen des Zuges gemeint, sondern die Anzahl der Turns, in denen etwas passiert. Grob kann man das einfach unterteilen in Early Game, Mid Game und Late Game. Early Game sind eben die ersten Züge des Spiels, das heißt Zug 1 bis 3, maximal 4. Mid Game wäre folglich halt Zug 3 bis 6, 7. Und das Late Game ist ja oftmals bis Zug 10 oder mehr. Das ist natürlich auch von Format zu Format ein bisschen verschieden, aber so das grundsätzlich kann man sich das so vorstellen. Natürlich ist es aber auch sehr vom Deck abhängig, was jetzt das Early, Mid und Late Game ist. Weil zum Beispiel für ein Aggro-Deck kann Zug 6 schon das echte Late Game sein, weil das Deck in so einer unter Anführungszeichen späten Phase des Spiels gar nicht operieren möchte. Bei Fairness ist es einfacher zu erkennen, um was damit gemeint ist. Combo-Decks sind meistens sozusagen unfair, weil sie durch eine Kombination von Karten eben das Spiel vorzeitig und oder plötzlich gewinnen möchten. Faire Decks legen dafür in jeder Runde halt ein Land, spielen eine Kreatur oder Zaubersprüche, passend eben zur Mana-Kurve und versuchen meist über halt die Kampfphase zu gewinnen. Wizards versucht ja auch im Standardformat generell eher faire Decks zu haben, weil diese Decks kann man leichter auch am Stream folgen, man kann anhand der Karten am Tisch oftmals erkennen, wer am Gewinnen ist und so sind Aggro, aber auch Control-Decks die eher fairen Decks. Ja, und Linearität, damit ich es ausbringe. Linearität ist als Konzept beschreibt, wie fokussiert bzw. wie anpassungsfähig ein Deck ist. Combo-Decks, aber auch Aggro-Decks sind grundsätzlich eher linear. Diese haben ein Ziel und einen genauen Plan, diesen zu erreichen. Control-Decks hingegen sind eher nicht linear. Sie haben zwar auch einen Plan, das Spiel zu gewinnen, nämlich es zu kontrollieren, aber dieses Kontrollieren passiert eben durch eine Vielzahl an Karten und muss stark an den Gegner bzw. an den Plan des Gegners angepasst werden. Und das habe ich eben da auch hingeschrieben, dass Aggro-Deck eben im Early Game operiert ist, ist eher linear und eher fair. Das Control-Deck ist eher im Mid- bis Late Game angesiedelt, ist nicht linear und eher nicht und auch eher fair. Und das Combo-Deck will im Early- und Mid-Game operieren, ist sehr linear, aber auch meistens sehr unfair.
So, und nachdem ich jetzt die drei großen Archetypen und diese grundlegenden Zusammenhänge der drei plus ein paar Konzepte erklärt habe, haue ich das jetzt alles zusammen und bringe als nächstes Midrange dazu. Was ist Midrange? Midrange bezeichnet eine Deckstrategie, die immer versucht, in der zweiten Phase des Spieles, also im Midgame, also ins Midgame zu kommen und diese dann zu dominieren. Dies wird meist durch Removal Spells in der ersten Phase erreicht und dann halt durch dicke Tiere oder sogenannte Bomben in der zweiten Phase. Da die zweite Phase abhängig vom Format meist bei der Mana-Kurve eben 3 bis 6 angesiedelt ist, kosten auch die wichtigsten Spells dieser Decks meist zu viel. Eben, man sieht das auch jetzt da schön, eben das Midrange möchte eben ins Midgame kommen, ist eher nicht linear, weil es sich durch die Removal Spells oder halt durch seinen Spellanteil an den Gegner ein bisschen anpasst, aber ist ein sehr faires Deck. Die Grafik, die jetzt da eingeblendet ist, unterscheidet sich natürlich sehr stark von der ersten. Einerseits zeigt sie zwei komplett neue Parameter, oder nein, zeigt einen neuen Parameter. Es ist noch immer zwischen fair und unfair geteilt, aber zwischen aggressiv und reaktiv. Diese Grafik wird hauptsächlich, also wurde oder wird hauptsächlich von Patrick Chapin vertreten. Vielleicht sagt ihr den einigen von euch, der ist ja auch schon ewig im Spiel und ist so als ja, Innovationsfuzzi und Theoretiker relativ bekannt in der Szene. Und er hat eben diese Grafik mehr oder minder entworfen und eben dieses aggressiv-reaktiv ist relativ selbsterklärend. Aggro- und Combo-Decks sind eben eher aggressive Decks, weil sie eigentlich früh operieren möchten und wohingegen Combo- und Midrange-Decks eher reaktive Decks sind, die eben in der späteren Phase glänzen. Ich persönlich stimme zwar dem Patrick Chapin darin überein, dass Midrange so ein großer und wichtiger Archetyp geworden ist, dass es eigentlich fast schon seine eigene Hauptkategorie verdient hätte. Aber mag diese Aufteilung viel weniger als die nur in den drei Hauptgruppen, weil sie eben diese Phasenlinearität, also weil sie Phasen und Linearität so für das weniger aussagekräftige aggressiv und reaktiv austauscht. Insofern komme ich zur nächsten Theorie in dieser Hinsicht. Und zwar gibt es da noch diese Schnittmengentheorie. Die sagt nichts anderes als, dass eben diese drei ursprünglichen Archetypen sich überschneiden in gewissen Punkten, das ist eh klar. So gibt es eben Agro-Control oder Combo-Control oder was auch immer oder Combo-Agro und so weiter und so fort. Und das, wo sich dann alle überlappen, ist, da ist Midrange daheim. Auch das finde ich persönlich eigentlich komplett schwachsinnig oder halt nicht sinnvoll, wenn man es schöner sagt. Denn ein Combo-Deck kann zwar midrangig sein, wie es so schön heißt, das heißt im Midgame gewinnen wollen. Aber meistens, meines Erachtens, hat ein Midrange-Deck kaum eine Combo-Komponente. Insofern weg mit den Schnittmengen. Aber die Aufteilung finde ich so ganz gut. Nur wohin dann mit Midrange? Bevor ich jetzt das beantworte, möchte ich jetzt auf die damit hier wieder eingeführten drei Konzepte aufmerksam machen. Man sieht eben, wie am Anfang erklärt, Agro, Combo und Control, eben mit jetzt Fairness, Linearität und den Spielphasen, wie sich das verhält. Man sieht eben, dass Control am sehr nonlinearen Punkt ist, das Combo am sehr unfairen Punkt ist sozusagen und das Agro im sehr Early Game ist, also sehr früh im Spiel was machen möchte. Und dann diese Schnittmengen, die es gibt, sozusagen, treffen dann ja, die anderen Achsenpunkte. So, damit das Ganze aber jetzt ein bisschen weg von der Magic-Theorie wieder hin mehr zu Magic Jargon kommt, füge ich jetzt dem Ganzen noch einen Haufen von Deckstrategien bzw. Beispiele für diese Archetypen in die Grafik ein. Und jetzt wird das Ganze erst richtig interessant, sage ich jetzt einmal. Aber bevor ich das jetzt alles durchmache, sei natürlich gesagt, dass diese ganzen Ideen, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, nicht alle auf meinem Mist allein gewachsen sind. Da gibt es natürlich sehr viele Leute, die sich damit schon beschäftigt haben. Aber die Positionierung der Beispiele im Verhältnis zu diesen Hauptarchetypen sind jetzt nach meiner Empfindung. Ja? Das heißt, auch wie ich halt das verstehe. Ja? Da gibt es natürlich, man kann das sicher diskutieren, manche der
Subarchetypen, wie ich es jetzt nennen möchte, oder Deckstrategien, kann man vielleicht ein bisschen anders positionieren in diesem Kreis. Aber so sehe ich das und so erkläre ich das jetzt auch weitergehend. Also wenn sich da jetzt einer darüber aufregen möchte, bitte tu das in den Kommentaren. Ich bin gern bereit, darüber zu diskutieren. Ich werde auch, wenn ich dann die einzelnen Punkte erkläre, sagen, warum das vielleicht ein bisschen anders sein könnte und so weiter. Aber man sieht sehr schön, dass um Control herum der mit dem Platz ein bisschen eng geworden ist, weil es einfach eine sehr große Anzahl an Kontrollstrategien gibt, mit eigentlich einem Hauptunterscheidungsmerkmal, nämlich blau oder nicht blau. Aber bevor ich jetzt eben diese Beispiele durchgehe und erkläre, was ich mir bei den einzelnen Dingen, also was zu den einzelnen Dingen eben gehört oder was da dafür steht, möchte ich eben kurz darauf hinweisen, wo es im Midrange gelandet ist. Nämlich Midrange ist Control Agro. Steht da, ist auch das einzige, also ist auch nicht kursiv geschrieben. Denn, wie ich vorhin erklärt habe, zuerst will Midrange das Game kontrollieren durch Zerstören von Kreaturen. In der ersten Phase möchte es überleben. Und dann in der zweiten Phase durch Angreifen mit dicken Tieren oder heute durch das Ultimaten von Planeswalkern möchte es gewinnen. Dadurch ist Midrange sozusagen Control-Agro. Und das zweite, was man auch hier sieht, ist Tempo. Das ist das zweite, was nicht kursiv geschrieben ist und dafür in derselben Zeile. Agro-Control ist nämlich Tempo. Tempo-Decks versuchen ja mit günstigen, aber effizienten Kreaturen und Sprüche mehr Karten zu spielen als die Gegner, um dadurch eine Art Kartenvorteil zu erzeugen. Tempo-Karten setzen oftmals den Gegner in seiner Entwicklung ein bisschen zurück oder behindern ihn. Und hierbei ist oft auch das Konzept des Mana-Vorteils wichtig. Insofern, Agro-Control ist Tempo, Control-Agro ist sozusagen Midrange. Das heißt, da haben sich praktisch zwei weitere Archetypen sozusagen aus diesen Hybriden heraus entwickelt. Gut, aber jetzt genug davon, fangen wir mit den Beispielen an. Und praktisch, also keine Beispiele, das, was da steht, Großteils sind wirklich auch Archetypen, nämlich Subarchetypen, und fangen wir einfach gleich oben in der Mitte an. Ein Agro-Subarchetyp ist Sly. Was ist Sly? Sly gibt schon mehr oder minder ewig, heutzutage verwendet man den Begriff kaum noch. Es ist ein rotes Deck, welches versucht, die bestmöglichen Kreaturen in der Mana-Kurve zu spielen. Das heißt, mit Sly wurde damals das Konzept auch der Mana-Kurve sozusagen sehr prominent, dass man eben versucht, 1er Drop, 2er Drop, 3er Drop, da immer das Bestmögliche zu spielen. Natürlich ist ein Agro-Deck, das heißt 4er, 5er, 6er, 7er Drop wird dann immer uninteressant, beziehungsweise 6er, 7er eigentlich gibt es nicht, ja auch 3er und 4er wird schon immer dünner. Das Wichtige an Sly ist, es spielt sehr wenig Burn-Spells, also sehr wenig Schüsse sozusagen, und wenn dann, also damals war es halt hauptsächlich Lightning Bolt nur, um eben vielleicht mal einen Blocker abzuräumen oder halt ja, den letzten Schaden zu schießen. Im Gegensatz dazu, das gehe ich jetzt gegen den Uhrzeigersinn, ist RDW. RDW geht ein bisschen in die Richtung Agro-Combo. RDW, was ist das? Das ist Red Deck Wins. Der Name sagt es, auch ein rotes Deck. Hat starke und günstige Kreaturen, aber auch Burn-Spells. Warum gebe ich das ein bisschen Richtung Agro-Combo? Weil diese Burn-Spells dem Agro-Deck sozusagen Reach geben. Reach ist auch ein Begriff, den werde ich vielleicht irgendwann in einem eigenen Video genauer erklären. Aber ein Agro-Deck kann in diese Position kommen, wenn es doch den Angriff mit den Kreaturen nicht mehr gewinnen kann. Und da sind eben Burn-Spells, eben Schüsse, die man dem Gegner direkt ins Gesicht schießen kann, die sozusagen die Reach, das heißt, geben die Möglichkeit, dann noch zu gewinnen. Die dritte Variante von roten Decks, die jetzt auch auf diesem Kreis oder wie auch immer auf dieser Grafik sind, sind die Burn-Spells. Und das Burn sieht man, habe ich ganz stark bei Combo Agro positioniert und könnte man vielleicht sogar noch mehr Richtung Combo gehen lassen. Burn Spell ist auch das Lava Spike Deck unter Anführungszeichen, denn es versucht direkt Schaden auf den Spieler zu machen. Eben einfach die 20 Schaden. Das heißt, da ist die Combo unter Anführungszeichen, dass ich versuche mit meinen 7 Handkarten oder mit den 9 Handkarten 20 Schaden zu haben, um den Gegner einfach tot zu schießen. Ich habe da die Burn-Spells absichtlich in Klammer gesetzt, weil auch Kreaturen, die diesen Effekt erfüllen, eben jetzt zum Beispiel Ball Lightning war früher ein gutes Beispiel, 6-1 Trample, stirbt am Ende des Zuges,
ist auch in die Richtung gehend, weil das spiele ich hier nicht, um jetzt mit Kreaturen zu gewinnen, sondern das ist eigentlich ein Burn-Spell auf Beinen. Darum ist Burn auch ein für mich eben ein Combo-Deck, weil es ja nicht typisch aggressiv mit Kreaturen gewinnen möchte. Und darum ist zum Beispiel der Ausdruck, den man jetzt in Modern oft sieht, dieses Naya Burn, ist ja eigentlich ein RDW-Deck. Ist halt ein Naya Wins-Deck, ja, weil da spielt ja auch die Kreaturen, die günstigen, und dann halt die Burn-Spells für den Reach. Das finde ich, da um ein bisschen halt diesen Connect zu schaffen. Weil es gleich neben Burns steht, ist Infect. Infect ist jetzt kein Archetyp, aber ist für mich ein sehr schönes Beispiel für ein Agro-Combo-Deck. Es ist von der Idee her ein bisschen wie Burn. Es versucht eben in dem Fall 10 Poison, was so gut ist wie 20 Schaden, dem Spieler zu machen. Kann das aber halt nicht direkt machen, sondern muss das über den Combat Step machen. Das heißt, dass die Kreaturen sind eigentlich nur dazu da, um eben diese 20 Poison zu machen, und darum ist es eigentlich ein Combo-Deck. Da es aber mit dem Combat Step eben gewinnen muss, ist es ein Agro-Combo-Deck. Wenn wir zum nächsten gehen, jetzt wieder im Uhrzeigersinn, Suicide. Suicide ist eigentlich ein schwarzes Deck, war ursprünglich ein rein schwarzes Deck, heutzutage mit Suicide so und so, teilweise halt auch mehrfärbig. Der Grundgedanke war so, man spielt sehr gute Kreaturen, die aber einen persönlichen Nachteil bringen. Damals Phyrexian Negator ein gutes Beispiel, ein 3-Mana 5-5er, der immer, wenn der Negator Schaden kriegt, muss man so viele Permanents opfern. Aber da gibt es auch Karten für dieses Suicide-Deck, die eben, wenn sie ins Spiel kommen, machen sie dir Schaden. Oder wenn sie Schaden machen an dem Spieler, kriegst du auch so viel Schaden. Einfach sind viele schwarze Kreaturen, hatten diesen Effekt früher. Heutzutage ist das nicht mehr so massiv, dieses Suicide so. Gibt es kaum noch in der Form, weil halt die Kreaturen sehr viel besser geworden sind und die Nachteile, die sie bringen, sehr viel geringer geworden sind. So, jetzt wieder weiter im Uhrzeigersinn. White Weenie. White Weenie ist ein klassisches Agro-Deck, linear bis zum geht nicht mehr. Es spielt kleine Kreaturen, es spielt normalerweise so globale Pump-Effekte, eben Anthem-Effekte, sagt man heutzutage dazu. Das wäre eben Glorious Anthem, früher war es Crusade, die einfach alle deine Kreaturen besser machen, sodass sie halt diese kleinen Kreaturen, die 1-2 Mana-Kreaturen, auch im Turn 3-4 halt noch an den ersten Blockern vom Gegner vorbeikommen. Stompy ist auch ein Agro-Deck, das ist die grüne Variante sozusagen. Stompy hat viele 1-Mana-Kreaturen immer gespielt und im Verhältnis zu für ein Agro-Deck noch weniger Länder. Agro-Decks spielen ja generell schon wenig Länder, weil sie eben eine geringe Kurve haben, aber Stompy hat noch weniger Länder gespielt, weil halt auch einige dieser 1-Mana-Kreaturen, also eine dieser 1-Mana-Kreaturen eben Mana-Kreaturen waren, das heißt Kreaturen, die nicht 1-Mana gekostet haben, sondern eben auch 1-Mana gemacht haben, sodass man eben dadurch Länder sparen konnte. Fisch geht jetzt schon in Richtung Agro Control, das heißt Richtung Tempo. Fisch ist natürlich ein blaues Deck. Das typische Fisch-Deck ist das Meervolk-Deck. Ist eher eine Swarm-Strategie. Was ist eine Swarm-Strategie? Swarm-Strategie versucht, möglichst viele Kreaturen aufs Board zu bringen. Auch White Weenie geht in Richtung Swarm-Strategie und versucht, das Ganze zu beschützen. In Legacy und Vintage versucht, diesen Schutz zu haben durch Counterspells, eben jetzt Force of Will oder Mana Drain oder solche Sachen. In Modern, wo ja Meervolk auch ein Deck ist, ist der Schutz ja kaum durch Counterspells gegeben, sondern eher durch Dinge, die deine Kreaturen beschützen eben. Ja? Sei es jetzt Kira, Great Last Spinner oder halt auch mal das Remand, aber da geht's halt, ist der Schutz halt ein bisschen anders in der Zwischenzeit aufgebaut. Dann Delver ist in der Zwischenzeit fast schon ein Archetyp, weil halt Delver kann so viel sein. Ja, es gibt das UR-Delver, es gibt das Monoblaue Delver, es gibt Grixis Delver, es gibt Timur Delver. Delver ist irgendwie der Inbegriff von Tempo geworden, weil es spielt halt günstige Kreaturen, eben Delver Turn 1 oder halt Tarmogoyf, wenn es mit Grün ist, oder halt den roten Zweierdrop, der Elementare haut, also raus. Bringt, wenn man Spell spielt. Mir fällt der Name nicht ein, aber ihr wisst alle, was ich meine. Und dann eben Disruption, also halt Spells, die den Gegner behindern, sei es jetzt Counterspells, sei es Burn-Spells,
sei es in Legacy Land Destruction irgendeiner Form, Stifle oder eben Wastelands, was halt jetzt in dem Deck dann auch ein Spell fast schon ist. Also das ist halt eins der typischen Tempo-Decks. Im Verhältnis dazu, Rock oder der Rock ist das klassische Midrange-Deck. Ist ein schwarz-grünes Deck und macht eben genau das, was Midrange ausmacht. Es hat Removal und fette Kreaturen. Heutzutage ist diese fette Kreaturen gar nicht mehr so hoch in der Kurve. Früher war fette Kreaturen eben, ich spiele meinen 4-Mana Baloth oder solche Geschichten. Heutzutage ist auch Chant und Absan sind Rock-Decks. Ja, das sind diese typischen BG-Decks. Die spielen dann heute Tarmogoyf, weil er auch fett ist und nur 2-Mana kostet. Das ist natürlich viel leibender als 4-Mana zu zahlen für die Kreatur. Aber das ist halt auch ein bisschen typische Midrange-Decks. Das sind eben sehr faire Decks, drum sehr im fairen Bereich, weil das lauter 1-2-1 tauscht mit dem Removal, ist sehr fair. Und dann gewinnt man halt ganz freundlich über den Combat-Step. Freundlich oder auch nicht, man gewinnt halt über den Combat-Step. So. Wenn wir jetzt von Control-Argo mehr Richtung Control gehen, dann sind wir bei Mono-Black. Mono-Black gibt's, es gibt Mono-Black-Control, das ist dann noch weiter Richtung Kontrolle. Es gibt aber auch nur Mono-Black, das kann oft, ist einfach oft Discard und Removal und dann halt den Gegner mit irgendwas tothauen. Ja, das ist eine, ist gehört noch nicht zu einer reinen Kontrollstrategie, weil ich halt mit dem Discard und dem Removal ein bisschen in den Midrange-Bereich natürlich noch bin, ja, weil das ja eigentlich auch eine Midrange-Strategie ist. Ist halt auch die Frage, wie das Mono-Black angelegt ist. Wenn das es gibt halt dieses Mono-Black-Suicide-Strategien, die sind dann eher schon mehr auf der Agro-Kombo-Schiene. Es gibt die Mono-Black-Strategien, die halt sehr stark ins Control eingehen. Die sind dann teilweise schon in die Combo-Control-Schiene, weil das geht dann ein bisschen in Prison, wo ich noch später komme. Also das ist so ein Begriff, den man da jetzt zum Beispiel sehr verschieben könnte an dem Rad und halt abhängt davon, welches Deck man hat, ist das ein bisschen anders. Ja, weil Mono Black, ja, rein schwarz, das kann halt sehr viel sein. Das nächste, Tap Out Control. Der Name ist Programm, man tappt sich out, das heißt, man vernutzt sein ganzes Mana in seinem eigenen Zug. Man spielt folglich kaum Counterspells oder solche, also Gegenzauber, sondern man spielt halt einfach das Bestmögliche, was in dem Format gerade möglich ist. Sei es das beste Removal, sei es die besten Kreaturen, sei es die besten Planeswalker, sei es die besten superigen Spells, ja, superigen ist ein gutes Wort. Es geht einfach darum, halt so dadurch, dass man einfach die besten Karten spielt, einen Kartenvorteil zu generieren und dann halt den Gegner sozusagen und dadurch halt ein Control-Game zu haben, unter Anführungszeichen. Und natürlich ist es, weil es halt Control ist es halt eher teuer und es ist auch nicht linear, weil ich spiele wahrscheinlich die fette, tolle Kreatur und den tollen Planeswalker, aber ich spiele wahrscheinlich auch das beste Mass Removal und ich spiele wahrscheinlich auch das beste Zerstöreffekt für Planeswalker und das muss man natürlich dann auch anpassen, wann man was spielt. Man kann jetzt nicht einfach die Kurve runterspielen, weil man ist halt doch eine Kontrollstrategie und baut ein Passchen den Gegner an, auch wenn man versucht, einfach immer das Beste zu spielen und so den Gegner einfach zu überrollen. Genau der Gegensatz dazu ist Draugo. Draugo spielt fast nur Instants und Flash-Kreaturen oder Flash-Spells, wie auch immer. Das heißt, in einem eigenen Zug zieht man die Karte, legt den Laden und sagt Go. Deswegen heißt das Draugo. Alles passiert im gegnerischen Zug. Man versucht, die Zaubersprüche des Gegners zu verhindern, man zerstört die Kreaturen vom Gegner und man spielt halt im gegnerischen Zug Zaubersprüche und oder Kreaturen, die einen selber das Spiel gewinnen lassen. Jetzt, das ist Tap-Out und Draw-and-Go, das sollte man vielleicht dazu sagen, gehören, also was man bei Control auch noch sagen sollte, ist dieses Mono-Blue-Control. Ja. Das ist das allerklassischste Control gewesen, ja, was halt Counter-Spells gehabt hat und dann halt Leviathan oder irgendein fetten Kreatur zum Schluss. Ich habe es jetzt hier gar nicht als Punkt mehr angeführt, weil Mono-Blue-Control eigentlich fast kein Deck mehr ist, ja. Draw-Go und auch Tap-Out hat alles eigentlich immer fast zweifärbig heutzutage, aber früher waren das eher halt Mono-Blue-Strategien. Gut, zum nächsten, Mana-Denial. Wir sehen jetzt, gehen wir von Control schon Richtung Control-Combo. Mana-Denial geht ein bisschen in die Richtung
von Mono Black. Es verhindert, dass der Gegner etwas spielt. Mono Black verhindert das, indem es halt Discard spielt. Aber halt auch wiederum nicht, weil es halt auch Removal hat. Mana Denial ist oftmals einfach eine Land Destruction Strategie. Wenn es Land Destruction ist, dann ist es rot-schwarz, rot-grün, was auch immer. Und geht dann in die Richtung, eben um die Land zu zerstören. Deswegen ist es in Richtung Combo, weil ich brauche halt meine Land Destruction Spells am besten Turn 1, Turn 2. Also Turn 1 ist halt nur in Legacy Vintage möglich, Turn 2 ist es auch in Modern möglich mit Stone Rain und einem Bird Turn 1, um eben das hier möglichst früh anzusetzen, weil nur wenn ich früh die Länder vom Gegner zerstöre, ist es verhindere ich dem Gegner eben, was er spielt, dann brauche ich eben diese Kombination an Karten in der richtigen Reihenfolge. Das Ganze geht aber auch in die nächste Strategie schon, nämlich in die Prison Strategie. Prison Decks bezwecken eben, dass der Gegner durch entsprechende Effekte, also den Gegner durch entsprechende Effekte so weit einzuschränken, sodass dieser entweder nichts spielen kann oder eben nicht angreifen kann oder ihm sonst irgendwie die Möglichkeit genommen wird, das Spiel zu gewinnen. Sie produzieren einen gewissen Lock, meistens sei es jetzt eben, es kann auch ein Mana-Lock sein, das ist eben, diese Stasis-Decks haben Mana-Locks gemacht, ja. Dann Stax macht ein Mana-Lock, das ist ein berühmtes, oder kann ein Mana-Lock machen, ist ein sehr berühmtes Vintage-Deck, aber auch ein Prison-Decks wie eben Mono-White-Control kann ein Prison-Deck sein, oder ist oftmals ein Prison-Deck, wenn es halt jetzt nicht die Lifegain-Strategie spielt, sondern eben die Ghostly-Prison-Strategie, aber auch Lantern Control ist ein typisches Prison-Deck, ja. Das macht halt den Lock, indem es dem Gegner daran hindert, dass er den richtigen Spells zieht oder halt Spells, die ihm noch irgendwas bringen, zieht. Damit sind wir gleich eine ganze Spur weiter, nämlich bei Combo Control. Combo Control Decks, da gehört eben Big Spell Combo auch oftmals dazu, sind eben Decks, die eine Combo haben, aber die entweder den Gegner dann kontrolliert oder das Game kontrollieren müssen, bis sie die Combo haben. Big Spells Decks sind eben, haben eine Deck mit, also Big Spells Combo haben eine Combo mit teuren Spells, die eine Setup-Zeit benötigt. Das wird dann oft auch durch Kontrollelemente halt überbrückt, damit man diese Setup-Zeit auch überlebt. Bei den echten Combo-Decks ist natürlich Storm ein sehr bekanntes, versucht eben durch die Storm-Fähigkeit zu gewinnen. Ich glaube, jeder hat Storm schon mal gesehen. Es gibt natürlich heutzutage ist das Tendrils of Agony sozusagen die Storm-Kill-Option. Es gab auch eine Zeit lang, wo Mind's Desire das Storm-Combo-Deck der Wahl war. Ja. Und zum Schluss Ramp. Ramp habe ich auch absichtlich jetzt zum Schluss gemacht, weil auch Ramp ist sehr strittig, wo man es hinsetzt. Prinzipiell geht es natürlich darum, bei Ramp durch Mana-Vorteil zu gewinnen. Ich habe es jetzt so definiert, dass es darum geht, die größten große Kreaturen oder teure Spells möglichst früh zu spielen. Dadurch gehört es für mich zur Combo-Agro. Weil die Combo ist, dass ich halt die richtige Kombination von Karten habe. Das heißt, Ramp-Spell, zuerst die Ramp-Spells, dann meine gewinnenden Karten. Was halt auch oft auch das Problem an Ramp ist, weil eben wenn Ramp den Combo-Anteil nicht schafft, das heißt zum Beispiel jetzt nicht Ramp-Spells auf der Starthand hat, sondern nur, wie es halt jetzt in Standard letztlich erst war, die dicken Eldrazi-Spells hat und halt nicht die Mana-Acceleration, dann ist es halt zu langsam. Das ist halt die Combo-Element. Das Agro-Element ist halt, dass ich einfach dann mein fettes Viech lege, das nach rechts drehe und dich tothaue. Ja? Man könnte aber natürlich auch genauso argumentieren, dass Ramp zu ein Combo ist, wenn ich halt jetzt mit, also das Ramp ein Big Spell Combo Deck ist, ja, dann würde es eben in Combo Control vielleicht mehr gehen. Man könnte aber genauso argumentieren, dass Ramp ein Control Agro Deck sein könnte, weil wenn ich halt Ramp baue mit einem Control Element, mit einem starken, und das halt, wo halt Ramp nur der Mittel zum Zweck ist, ja, also ich finde persönlich, wie gesagt, bei Control Agro finde ich es halt schwer zu argumentieren, bei Combo Control könnte man relativ leicht argumentieren,
Für mich ist es ein Combo-Agro-Deck. Wie gesagt, kann man argumentieren, wie man möchte. Ramp ist halt einfach, der Name, es geht eben ums Rampen, das heißt, ist auch oftmals jetzt nicht als Deckstrategie, sondern einfach als Bezeichnung für einen Teil eines Decks. Ramp-Spells sind einfach Spells, die dich Mana produzieren lassen. Ja, das heißt, entweder kurzfristig, sowas wie Dark Ritual, macht aus einem schwarzen Mana drei schwarze Mana. Ist zum Beispiel auch was, was Storm jetzt gern verwendet, rampt dich ja auch in gewisser Weise, aber natürlich auch Sachen wie Sakura Tribe Elder, ja, den du opfern kannst, um ein Land ins Spiel zu bringen, oder halt Rampant Growth, die Variante ohne Körper dran. Das rampt dich halt auch, weil das bringt dir einfach Mana oder in dem Fall halt Länder ins Spiel, die dich dann halt im nächsten Zug mehr Mana produzieren lassen. So, mit dem Rad sind wir durch. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr noch machen. Ich glaube, ich habe einen relativ guten Überblick gegeben über die verschiedenen Archetypen, Deckstrategien, wie euch immer. Wenn es Fragen gibt, bitte immer gerne in den Kommentaren dazu schreiben. Wenn es Wünsche gibt fürs nächste Video, natürlich auch. Das nächste Video wird wahrscheinlich dann mehr ein Begriffserklärungsvideo sein. Ich habe auch jetzt schon Begriffe verwendet, die ich halt auch hier jetzt on the fly erklärt habe, aber dann ein bisschen genauer. Auch eben, was ich ja ursprünglich für den dritten Teil schon geplant hatte, waren Karten. Namen, die zu fixen Magic-Begriffen geworden sind. Auch das möchte ich noch machen im Video. Ja, also ich habe noch ein paar Ideen. Ich hoffe, es gefällt. Wenn es gefallen hat, dann lasst mir noch ein Like da. Wenn es nicht gefallen hat, könnt ihr es auch natürlich auch disliken. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert bitte. Das hilft beides sehr dem Channel und freut mich. Ansonsten danke nochmal fürs Zuschauen. Ich wünsche eine schöne Woche, schönes Wochenende, wie auch immer. Und ja, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, wa.